Hallo. Hm? Guten Tag, spreche ich mit Herr Klaus Thaler, ja? Ja, der ist am Apparat, der Herr Klaus Thaler. Hannemann spricht am Apparat. Wie ist Ihr Name? Hannemannis, Herr Thaler. Hannemannis. Also Mannis, ja genau. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine Trading-Abzocke mitgebracht. Tja, wer hätte damit gerechnet? Leider gibt es momentan nur noch die da auf dem Markt. Zumindest habe ich das Gefühl. Es rufen zwischendurch auch mal andere an. Ich habe auch ein paar kleine andere Gespräche schon in Vorbereitung. Naja, aber die deutschen Abzocker-Callcenter, na, die sind ein bisschen intelligenter und lassen sich leider selten sehr lange an der Nase rumführen. Aber ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Okay. Also, Sie haben auf unsere Werbung beim Tesla Art Interesse geäußert. Nee, das heißt nur Tesla, nicht Tesla API. Das heißt Tesla, weil das mit dem API, das fällt sonst auf, wenn ihr das immer sagt. Also Tesla? Ja, nur Tesla sagt man dazu, ja. Okay. Weil das API bedeutet eigentlich sowas wie eine Schnittstelle. Ne, also da habt ihr die Daten gerade illegal abgesaugt. Warum denn? So, weiß ich ja nicht, warum ihr sowas macht. Also haben Sie irgendwelche Erfahrung, Herr Thaler, auf dem Finanzmarkt mit Onlinehandel Geld zu verdienen? Auf dem Finanzmarkt mit Onlinehandel Geld zu verdienen? Ja, ich sag mal, verdienen weniger. Ich meine, meistens kaufe ich halt bei Amazon. Ich meine, gut, eBay und so, da hat man halt die Erfahrung, ne? Aber ansonsten eigentlich eher nicht so. Also nur was jetzt so mit den eBay-Geschäften ist, da habe ich auf dem Finanzmarkt schon mit Erfahrung. Auch mit Handeln und so, da muss man ja manchmal den Preis ein bisschen drücken. Das hat ja auch was mit Geldgeschäften zu tun, ne? Aber beim CFD-Plattform haben Sie noch nie gehandelt, ja? Nee, mögen Sie eigentlich Bier? Also ich erkläre dann, also bei uns geht es um CFD-Plattform. Eine CFD? Ja, also genau. Hm. Also Preis von Differenz. Ja, das klingt gut. Hm? Also das bedeutet, dass Sie können sowohl mit steigenden als auch mit fallenden Preisen profitieren, ja? Wohin fallen die? Also mit fallenden und mit steigenden auch. Und wo fallen die hin? Also, bitte? Wo fallen die hin? Sowohl mit steigenden als auch mit fallenden. Und wo fallen die hin? Ich verstehe gar nicht. Also ich höre akustisch sehr schlecht am Anfang. Sie haben Lautsprecher eingeschaltet und ich höre meine Stimme, also wieder. Ja, ja, den Lautsprecher, den müssen wir anmachen, weil sonst höre ich Sie so schlecht. Und dann klappt das sonst mit der Aufnahme nicht richtig. Herr Thaler. Ja. Aber wenn Sie zum Beispiel bei uns anfangen. Ja. Also ich erkläre, welche Angebote Sie bei uns bekommen können. Aha. Okay? Ja. Also, weil Sie keine Erfahrung haben, wir geben Ihnen am Anfang 2 Testwochen. Das bedeutet, Sie können uns innerhalb 2 Wochen testen, mit unseren Dienstleistungen, mit unseren Profit, mit unseren, also Sie können uns bei uns einzahlen, auszahlen, ausprobieren. Naja, ich meine, das ist euch ja, denke ich mal, ganz klar. Ausprobieren können, kann man das Ganze, logisch, klar, aber auch nur in eine Richtung, ihr könnt Geld einzahlen. Die Auszahlenfunktion wird auf mysteriöse Weise wohl nicht funktionieren. Vielleicht wird man am Anfang erstmal Wartungsarbeiten oder irgendwie sowas in der Richtung ja, vorschieben und damit begründen, dass das Ganze gerade nur aus momentan vorübergehend aus technischen Gründen nicht geht und dann werden sie sich noch irgendwas einfallen lassen, dass ihr da vielleicht noch ein paar Euro überweist. Warum auch immer. Oder man sucht sich dann so einen Grund, wie wir auch schon in anderen Gesprächen hatten, dass man dann angeblich das falsche Konto eröffnet hat und man muss dann auf ein anderes Konto nochmal Geld überweisen, damit man dann an dieses Geld hier wieder rankommt. Also so richtig unlogisch und ja, hat eigentlich dann auch nichts mehr mit der Sache zu tun. Aber naja, bei den Callcentern, die hier so anrufen, macht ja vieles nicht so wirklich Sinn. Ja, ich weiß auch nicht, was die jetzt hier schon wieder mit ihrer Probezeit will, aber naja, es hört sich ja erstmal, theoretisch, wenn wir nicht wüssten, was das hier für ein Anruf ist, schon mal ganz nett an, wenn man dann eine Art Probezeit hat und das Ganze erstmal in Ruhe ausprobieren kann. Tja, vielleicht triggert sowas den einen oder anderen, dass man da dann die 250 Euro reinsteckt. Ich meine, 250 Euro ist eine Menge Geld.
Ja, aber es gibt auch viele, für die es 250 Euro jetzt nicht unbedingt so viel Geld. Und da kann man das vielleicht auch erstmal mit ausprobieren. Man weiß es nicht. Und selbst wenn, es gibt auch Menschen, die einfach, naja, sowieso schon finanziell schwierig dastehen und am Ende dann sich sagen, naja, die 250 Euro, ja, das kriege ich irgendwie hin. Und wenn ich dafür aber ganz viel Geld nachher habe, man weiß es nicht. Also ich kann es nicht verstehen. Ihr versteht es ja meistens auch nicht so wirklich. Aber es gibt nun mal diese Leute, sonst würde es diese Anrufe nicht geben. Ich meine, die Callcenter telefonieren in viele Länder. Man hört ja im Hintergrund oftmals ausländische Sprache, weil die gleichzeitig aus einem Callcenter in ganz viele Länder telefonieren. Da ist es dann theoretisch nicht schlimm, wenn ja Deutschland gerade ein bisschen ablust bei denen in der Statistik und da kaum Leute rangehen. Die Masse macht's. Aber naja, schlimm genug, dass es sowas überhaupt gibt. Und danach entscheiden. Also, Sie haben in diese 2 Wochen mit Ihr Geld Zurückgarantie. Also das bedeutet, Sie können jederzeit auszahlen, wenn es Ihnen nicht gefällt. Ach so, dann würde ich als erstes das mal mit der Auszahlung probieren, ja. Ja, okay. Und zweitens, Sie bekommen von unserer Seite ein vollautomatisches Software, das bekommen Sie kostenlos. Also normalerweise bezahlen Sie zu Sekunden und danach sollen Sie auch Geld investieren, um Handel anzufangen, ja? Und wie sieht das Programm aus? Also vollautomatische Software, das ist ein Robot. Ja, welche Farbe hat das Programm? Also MetaTrader 5, haben Sie etwas über MetaTrader 5 gehört? Nee, und Sie? Also es kennt und analysiert mehr als 600 verschiedene Vermögenswerte, 22 Mal pro Sekunde, 24 Stunden pro Tag und 5 Tage in der Woche, ja? Ja. Also das kann kein Mensch machen, oder? Weiß ich nicht. Kann ich da auch Pokémon-Karten verkaufen? Also bei uns können Sie mit verschiedenen Produkten handeln, natürlich, aber das bekommen Sie von Ihren eigenen Finanzexperten. Ja. Also Sie bekommen von unserer Seite auch Ihren Finanzexperten. Er wird bei allen, also Handel, Ihnen dabei helfen, alles erklären, und weil Sie keine Erfahrung haben, ja. Also Schritt zu Schritt erklärt er oder sie alles, und sie bekommen von unserer Seite nicht nur Handelsmöglichkeit, sondern auch eine sogenannte Ausbildung in diesem Bereich. Ach, da muss ich da eine Ausbildung machen. Also Schritt zu Schritt machen Sie alles zusammen. Also Sie bekommen voll. Wie hoch ist denn die Vergütung im ersten Lehrjahr? Also, Sie können mit verschiedenen Summen anfangen. Also wenn Sie mit 250 anfangen, also Minimum ist 250, ja? Also okay. Sie bekommen dieses Paket. Wenn Sie mit 500 anfangen, also Sie bekommen auch einen Willkommenbonus. Ja, wie so oft. Sie antwortet einfach gar nicht auf all das, was ich Sie frage. Auch wenn eigentlich fast gar keine Frage von mir gerade Sinn ergab. Naja, sie macht halt einfach weiter in ihrem Skript und ja, keine Ahnung, sie versteht auch tatsächlich dem Anschein hier nach nur einzelne Wörter und baut dann darauf auf, was sie gerade sagt. Aber dass das überhaupt nicht die Antwort zu meiner Frage ist, das kriegt sie irgendwie scheinbar nicht mit. Das beweist auf jeden Fall wieder, dass sie hier definitiv nicht aus Deutschland kommt und auch definitiv nirgendwo so wirklich Deutsch gelernt haben kann, sondern einfach nur im Callcenter. Damit man das eben abtelefonieren kann. Ich meine, es ist ja schon praktisch, wenn man dann eine Fremdsprache auf der Arbeit lernen kann, um dann da vielleicht auch späteren Erfolg irgendwo anders zu haben. Aber wenn es dann Erfolg mit Betrug ist, naja, da hört der Spaß dann halt doch irgendwann auch wieder auf. Also so von 70 Euro. 70.000. Und wenn Sie mit 1.000 anfangen, bekommen Sie 150 Euro als Willkommenbonus. Natürlich, also das ist Ihre Entscheidung. Also Sie können uns, wie ich Ihnen gesagt habe, 2 Wochen testen und danach entscheiden, also möchten Sie weitermachen oder nicht. Ist aber ein bisschen wenig Bonus. Die anderen, die bieten ja 100% Bonus an. Bitte? Ja, habt ihr da auch noch was mit mehr Bonus? Das ist ein bisschen wenig. Wenig Bonus? Ja. Mit 1.000, also 150 ist wenig Bonus. Ja, andere bieten 1.000 Euro Bonus. Mit 1.000, 1.000 Bonus? Ja. Das also finde ich ein bisschen unglaublich. Habe ich aber jetzt ja gestern erst gemacht.
Und da habe ich jetzt auf meinem Plattform da stehen jetzt 2000 Euro. Und da handelt da irgendein Broker mit. Also, Moment mal. Frage ich mal nach. Also, für mich klingelt das ein bisschen unglaublich, aber trotzdem, warten Sie einen Augenblick. Ja, also auf dem Demokonto, was Sie mir da zum Fake aufgemacht haben, da stehen jetzt 2000 Euro drauf. Und da wird das Geld immer mehr. Also das ist für mich ein bisschen seltsam, aber ja, kann sein. Also normalerweise so viel Geld, keine Ahnung. Moment mal bitte, also ich frage mal Manager nach. Ja. Okay. Hallo? Jo, hallo. Hallo, Herr Thaler. Also, ich werde Sie bei meinem Manager weiterleiten. Also, sie hat mir gesagt, dass es ein Märchen ist, aber okay, also, bitte bleiben Sie an der Leitung. Also, kann sein, also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, trotzdem. Okay. Hallo, schönen guten Tag, Herr Thaler, Sandra Schmidt ist am Apparat. Mhm. So, erzählen Sie mir bitte, Sie haben gestern Investitionen gemacht mit 1000 Euro und als Bonus haben Sie 1000 Euro bekommen. Ja, stimmt das? Ja, genau, da steht jetzt über 2000 Euro auf meinem Konto. Es ist egal, ob das steht, also jeder kann das also einfach so schreiben, aber... Aha, schön, dass hier mal ein Betrüger auch wirklich Tacheles redet und sagt, ja, auf so ein Konto, da kann man ganz schön viel schreiben. Das ist vollkommen egal, was da steht, die Zahl muss nicht stimmen. Da scheint sich aber jemand irgendwie sehr, sehr gut mit dem ganzen Geschäftsgebaren hier auszukennen, habe ich das Gefühl. Oder was meint ihr? Ich meine, letztendlich, es ist ja schon eine indirekte Bestätigung dazu, dass es ja genauso läuft, wie wir das hier immer vermutet haben. Ne? Also man bekommt ein Demokonto, da wird einfach irgendeine Zahl hingeschrieben, die am Telefon vereinbart wurde. Ich meine, die haben ja da alle Computersysteme. Das ist jetzt überhaupt gar nicht schwer, das einfach während des Telefonats in das Online-Formular von dem System da mit einzutragen. Ja, also, tja, ist genau das, was wir so die ganze Zeit immer wieder vermutet haben. Ja, aber schön, dass man das mal von den Betrügern selbst hört. Und was ich besonders toll finde, ist, dass die Betrüger sich irgendwie immer gegenseitig schlecht machen und gegenseitig runterreden. Naja, ich meine, wenn ihr jetzt zur Sparkasse geht, die reden auch nicht über die anderen Banken schlecht. Die erzählen natürlich, dass ihr Produkt das Beste ist. Das ist logisch, das erzählt jeder über sich. Naja, aber hier wird einfach darüber geredet, dass das andere denn, das ist unglaublich, das könnte Betrug sein und ja... Aha, und was ist das hier am Telefon? Soweit ich mich erinnern kann, ist der Anruf hier sowieso zustande gekommen, ohne dass ich das erlaubt habe. Hauptsache ist, dass Sie wirklich so benutzen können. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist unrealistisch. Also bei uns funktioniert es so. Wenn Sie 250 Euro investieren, ich gebe Sie als Willkommenbonus 50 Euro dazu Bonus. Das heißt, Sie können mit 300 Euro Handel anfangen. Aber mit 1000 Euro plus dazu 1000 Euro, was denken Sie? Also ist das realistisch? Ja, da steht ja da jetzt, dass ich da 2000 auf dem Konto habe. Das ist nur also in Zahlen, ja, also jeder kann das. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich gebe Sie 1000 Euro auch dazu Bonus, ich kann auch das machen, aber das ist unrealistisch, ja. Das ist nur Zahlen, das können Sie nicht benutzen. Na, aber da habe ich doch gestern mein Geld eingezahlt. Okay. Und danach, was haben Sie gemacht? Na, jetzt steht da 2000 Euro auf meinem Konto, was ich da habe. Haben Sie schon Handel angefangen? Na, der Broker da, ja. Da habe ich jetzt schon 2025. Die stehen da jetzt schon. 2025? Mhm. Okay. So, bei uns funktioniert es so, wie ich gesagt habe. Wenn Sie 1000 Euro investieren, ich gebe Sie 500 Euro dazu Bonus. Ja. Also soll ich jetzt da bei Ihnen auch noch Geld einzahlen? Nein, einzahlen vergessen Sie nicht, also vergessen einfach, ja? Also das ist keine Einzahlung, Sie kaufen gar nichts, sondern Sie investieren, das heißt, Sie verschieben Ihr Geld, also von Ihrer Hausbank zu Ihrem Handelskonto, ja? Sie verlieren damit gar nichts, sondern Sie investieren, Sie machen eine Investition, ja? Das ist aber ein anderes Wort für einzahlen, ja. Aha, also man verschiebt sein Geld von der Hausbank zum Tradingkonto. Und wo ist da jetzt der Unterschied zu einzahlen, investieren oder etwas kaufen?
Ja, klar gibt es da gewisse kleine Unterschiede, aber letztendlich gebe ich denen mein Geld. Und es ist doch egal, wie das jetzt formuliert wird. Es bleibt doch letztendlich unterm Strich das Gleiche. Mein Geld geht zu denen. Ja, und wie sie ja so schön erzählt hat, die Zahlen, die dann nachher auf eurem Konto stehen, die kann man inszenieren und die müssen nicht stimmen. Da kann man ja alles dann hinschreiben, wenn es ein Demokonto ist. Und dann kann man halt eben auch Erfolge simulieren oder irgendwelche angeblichen Boni, die man bekommen hat, die kann man da ja einfach hinschreiben. Letztendlich heißt es ja nicht, dass das Geld dann auch wirklich faktisch da ist. Ne? Also das kann man ja vorspielen. Ich meine, wenn ihr mir 10 Euro gebt und ich tue so, als wäre ich eine Bank, kann ich euch auch sagen, so, ihr habt jetzt 10 Euro auf eurem Konto. Und wenn ihr die abheben wollt, dann geht die Funktion halt warum auch immer nicht. Oder es dauert halt sehr lange und dann hat man irgendwelche Ausreden. Ja, oder es interessiert mich einfach überhaupt nicht, weil meine Telefonnummer, mit der ich ja angerufen habe, die geht halt einfach nicht. Dann ist es ja nicht so schlimm, wenn der Kunde versucht, mich zu erreichen. Weil wie auch? Schafft er ja nicht. Ja, und genau darauf zielt hier so ein Gespräch ab. Mehr ist es im Grunde genommen nicht. Man ruft euch an, man möchte von euch Geld, ihr gebt denen das Geld und dann seht ihr das da in irgendeinem Demokonto, wenn ihr Glück habt, es könnte auch jetzt schon jemand weg sein. Ja, und wenn es ganz scheiße läuft, dann ruft man euch noch ein paar Mal an und dann möchte man aus irgendwelchen Gründen noch mehr Geld haben, weil der Handel vielleicht gerade so schön läuft und man dann ja noch mehr Profite machen könnte. Klingt ja auch erstmal logisch, wenn ich mehr Geld reinstecke, kann ich auch mehr Profite machen. Tja, aber was halt außer Acht gelassen wird, ist, ja, dass das eigentlich alles nur ein schönes Schauspiel ist und man euch hier mit sehr viel Intelligenz versucht, die Kohle aus dem Leib zu schneiden. Mehr ist es halt einfach nicht. Bleibt ja eine Einzahlung. Wie bitte? Ich sage, es bleibt ja eine Einzahlung. Was meinen Sie? Also warum ist das Einzahlen? Naja, ich muss ja Geld einzahlen. Wenn ich das nicht einzahle, Nein. dann ist es nicht drauf. Achso, ich muss nichts. Wissen Sie, was einzahlen ist, wenn Sie zum Market gehen und etwas kaufen? Ja. Das ist Einzahlen. Ja, und wenn ich Geld auf ein Konto transferiere, dann ist das auch Geld einzahlen. Nein, das ist Investition. Ach so, das einzahlen klingt so ein bisschen komisch. Also ich mag nicht diese Wörter. Also ich mag Investitionen. Ja, gut, aber ob Sie jetzt das Wort mögen oder nicht, bleibt ja letztendlich vom Sinn aber das Gleiche. Okay, ist kein Problem. Machen Sie, wie Sie wollen, also was Sie wollen. Aber sagen Sie mir bitte, ich empfehle zuerst, dass Sie mit 250 Euro anfangen. Weißt du, das ist zum Ausprobieren sehr gute Möglichkeit, weil Sie haben 2 Testwoche, das heißt, Geldgarantie zurück, also wenn Sie etwas bei Ihnen nicht passiert, ja, wenn Sie zum Minus gehen zum Beispiel, trotzdem diese 250 Euro bekommen Sie zurück. Aha. Okay, also mit 10.000 Euro können Sie auch anfangen, aber trotzdem mit 250 ist immer besser, ja? Ja, also soll ich nicht die 1.000 nehmen, dann soll ich etwas weniger nehmen. Ja, also wenn Sie 1.000 Euro sind, machen Sie das. Das ist kein Problem. Das ist Ihre Entscheidung. Das ist Ihr Geld. Mhm. Mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, dann nehme ich 1.000. 1.000? Ja. Okay. Darf ich fragen, wo wollen Sie immer Ihre Profite bekommen? Auf Visa oder auf Mastercard? Na, auf mein Bankkonto. Welche Bank? Also Online-Banking? Ja. Okay. Überweisung meinen Sie? Nur wenn ich mein Geld haben möchte, dann soll das auf mein Konto, ja. Auf die Visa-Karte, da hat das ja nichts zu suchen. Nein, schauen Sie. Jemand hat etwas falsch erklärt, wirklich. Also es tut mir leid. Ja. Also Visa-Card und Mastercard ist immer leichter, weil zum Auszahlen dauert nur eine Minute. Und mit Hausbank ist so, wenn Sie auszahlen möchten, das dauert ungefähr 2 oder 3 Tage, ja? Ja, und das ist absoluter Quatsch. Also mir ist persönlich keine Variante bekannt, dass man Geld von einem fremden Konto auf euer Visa-Konto irgendwie draufbringen kann. Weil letztendlich ist das nichts anderes als ein Minuskonto, wo man Geld benutzt, was einem nicht gehört. Da kann man nicht ins Plus gehen. Man kann vielleicht überzahlen. Ja, aber das sollte dann definitiv von eurem eigenen Bankkonto kommen und dann muss man da auch seine eigenen Daten angeben als Betreff, sonst kann das Geld gar nicht zugewiesen werden. Nun stellt euch vor, dieses Unternehmen überweist einfach ja an irgendeine Visa-Nummer das Geld. Dann weiß doch niemand, wo von wem das kommt und das kann doch gar nicht zugeordnet werden. Denn letztendlich ist ja Kredit. Kredit ist halt nie plus. Also man kann vielleicht, wie gesagt, überzahlen, aber ich glaube, das geht dann auch relativ schnell wieder zurück, das Geld. Weil das halt einfach nicht der Sinn dieses Kontos ist. Jo, aber irgendwie
kapieren das die Betrüger-Callcenter nicht. Das haben wir hier schon öfters gehabt, dass sie denken, man kann auf der Visa auch das Geld wieder auszahlen. Also ist mir so nicht bekannt. Natürlich kann man etwas zurückzahlen. Wenn man jetzt was bestellt hat und die Bestellung geht zurück, dann kriegt man das Geld auch aufs Visa-Konto wieder zurückgebucht. Und wenn da schon ein Plus drauf ist auf dem Konto, na dann geht es halt eben nach kurzer Zeit auf euer Bankkonto dann zurück. Weil es ist halt eben ein Minuskonto. Also da soll kein Gewinn draufstehen, weil Zinsen kriegt man eh nicht dafür. Ja, aber weiß ich nicht. Also ich weiß wirklich nicht, wie die zu dieser Auffassung kommt, dass man sich auf sein Kreditkartenkonto das Geld auszahlen lässt. Macht doch keiner. Ich habe aber noch nie Geld auf meine Visa-Karte draufgepackt. Oh, okay, machen wir das mit Online-Banking, dann ist kein Problem. Wie Sie wollen. Okay, ich vorbereite für Sie unsere Bankdetails und bleiben Sie auf der Leitung einen Moment. Ich leite jetzt weiter zu Hannah Manis und ich muss alles vorbereiten, okay? Danke. Hallo? Ja. Also, Herr Thaler. Also, Sie haben gar keine Erfahrung, ja? Am Anfang? Na, ein bisschen. Ich habe ja jetzt hier 25 Euro schon Gewinn gemacht mit den anderen. Ah, sehr gut, das freut mich. Ja. Also, Sie haben sehr gute Entscheidungen getroffen, weil wenn Sie mit mehreren Firmen handeln, dann können Sie vergleichen, ja? Mhm. Und bleiben Sie in diesen Firmen, wo Sie mehr verdienen können. Mhm. Und wenn Sie auszahlen, sind Sie dann sicher, mit welcher Firma ist besser zu arbeiten und langfristig zu arbeiten. Also, ja. Herr Thaler, darf ich mal fragen, also wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 40. Ach so, na so alt bin ich noch nicht. Ja, ich höre, dass Sie jünger sind, aber trotzdem. Mhm. Sind Sie 35, oder? Nee. Da bin ich noch weit von entfernt. Mehr oder weniger? Weniger. Oh, 28. Fast. Also nicht 28. Genau, ja, genau. Also 26. Nee, da sind wir wieder kalt. 27. Nee, da wird es aber schon wärmer. Also nicht 28, nicht 27, 29. Ja, genau. Okay, und arbeiten Sie, ja, genau? Manchmal ja. Manchmal, also Sie haben nicht... Beruf, also was sind Sie von Beruf? Von Beruf eigentlich nichts, also ich habe geerbt und kann mir jetzt die Eier schaukeln. Also Sie sind selbstständig, ja? Kann man nee, so sagen. Ich hab geerbt und kann mir jetzt die Eier schaukeln, also ich bin halt einfach nirgendwo gemeldet, also ich habe halt Geld. Aha, okay, freut mich sehr. Mich auch. Okay. Und was möchten Sie damit haben, also wenn Sie gewinnen, was ist Ihr Ziel? Warum haben Sie auf dem Finanzmarkt so Handel anzufangen? Ja, ist ja wie mit allen anderen geldgeilen Leuten, noch mehr Kohle machen. Ja, also manchmal handeln die Menschen für Spaß, manchmal möchten zum Beispiel ein tolles Auto kaufen, manchmal möchten... Nee, eine dicke Karre habe ich schon. Ah, okay. Also Sie möchten mehr verdienen, ja? Ja, ja, ich fahre hier so ein Cayman irgendwie Auto heißt das. Und was ist Ihr Lieblingsauto? Ja, grundsätzlich so Mercedes, aber Trabi ist eigentlich auch ganz nett. Aha, okay. Was für ein Auto haben Sie? Ja, so ein Cayman, so ein Porsche Cayman. Porsche. Wieso? Wollen Sie damit mal fahren? Also, Herr Thaler, Sie haben vielleicht schon auf Ihre E-Mail unsere Bankdetails erhalten. Schauen Sie bitte mal nach. Ach so, ich habe was per E-Mail bekommen. Ja, genau. Also. Ja, das hat mir ja keiner gesagt. An welche E-Mail-Adresse hatten Sie das geschickt? Swissbank, ja. Schauen Sie mal bitte nach. Auf welche E-Mail-Adresse hatten Sie das geschickt? Bei uns steht Klaus-Thaler@mdcaesar.de. Das steht bei uns.
Ach so, ja die. Warten Sie, da muss ich mich da mal einloggen. Wie bitte? Ich sagte, da muss ich mich da mal einloggen. Weil hat ja keiner gesagt, dass ich da mal hin soll. Dann muss ich da erstmal reingehen in das E-Mail-Fach. Hallo? Hallo? Ja? Und loggen Sie bitte ein. Ja, ja, ich bin schon dabei. Dauert noch einen kleinen Moment, das lädt jetzt hier erstmal. Okay, also, ich warte auf Sie. Hm. So. Ja, genau, jetzt bin ich erstmal eingeloggt. Jetzt muss ich mal gucken hier, jetzt lädt das erstmal hier die ganzen E-Mails runter. Vom Swiss Bank. Ja, jetzt kleinen Moment noch. Ja, bitte. Super. Hä, was? Und? Was haben Sie gerade gesagt? Mhm. Was haben Sie gerade gesagt? Ich habe gerade gesagt, dass Sie Ihre E-Mail erhalten sollen. Also bitte machen Sie ganz einfach Ihre Überweisung. Dann, wir brauchen einen Zahlungsnachweis, ein Foto von Ihrem Zahlungsnachweis. Warum? Schicken Sie dann bitte per E-Mail auch zurück. Ja, warum? Also für Ihre Verifizierung. Und wir brauchen dann ein paar Papiere von Ihrer Seite, ja? Ja, aber ich verstehe nicht, warum Sie von der Überweisung jetzt einen Beleg brauchen. Das sehen Sie doch dann, wenn das überwiesen ist, wenn das Geld drauf ist. Also das bekommen, also das sollen wir für unsere Bank schicken. Ja, aber das sieht doch die Bank, wenn das Geld da ist. Ja, aber also für Verifizierung, also das ist die bürokratische Sache, ja? Na, aber eine Verifizierung macht man doch anders. Moment. Mhm. Ich suche gerade einen Kontoauszuggenerator, aber ich finde keinen. Hallo? Ja. Also haben Sie alles geschafft? Ich bin jetzt gerade hier dabei, die E-Mail zu suchen. Ah, okay. Weil ich habe hier so viele E-Mails. Also, Mom, war vielleicht die letzte E-Mail, ja? Ach so, ja, da kann ich mal gucken nach der letzten E-Mail. Okay. Ach ja, genau, da sind sie schon mit bei, da stehen sie. Hm. So, und das soll ich jetzt eingeben hier bei mir, bei meiner Bank. Okay. Ja, so und, Also nehmen Sie ganz ruhig Zeit, also ich habe genug Zeit für Sie. Okay, das ist also ich arbeite deswegen. Ja. Ja, wenn man dann erstmal glaubt, dass man einen Dummen am Telefon gefunden hat, der jetzt hier sein Geld einzahlen will, da kann man sich natürlich dann auch schön viel Zeit dafür nehmen. Denn es ist auch egal, wenn es mal ein kleines bisschen länger dauert. Das ist ja hier tatsächlich auch mal wieder ein Telefongespräch, was schön lange läuft. Naja, aber es liegt halt auch wieder einfach daran, dass sie scheinbar nicht begreift, wen sie hier am Telefon hat. Weil normalerweise liegen die jetzt mittlerweile bei diesen Fragen, die man da so stellt, und wenn man sich ein bisschen zu doof stellt, dann liegen die auch mittlerweile auf. Vielleicht, weil mittlerweile werden sie wahrscheinlich von YouTube auch tatsächlich schon terrorisiert. Es gibt ja immer mehr neue Kanäle, die hier an dem ganzen Spaß mitwirken. Das ist ja immer gut, ja. Hallo? Ja. Herr Thaler, wenn Sie es schaffen, dann sagen Sie mir ganz einfach Bescheid, ja? Ja, ich bin bei. Ah, haben Sie das alles geschafft? Na gleich, Moment noch. Ah, oh, okay. Sie sind sehr schnell. Super. Mhm. Und sehen Sie ganz einfach Screenshot
oder mein Foto von diesem Zahlungsnachweis. Ganz einfach. Mhm. Aha. Tja, und hier fällt wieder mal schön auf, dass sie einfach am Telefon nichts sagt, wartet und wartet und wartet. Und das Spielchen, das kann man so lange ziehen, wie man eigentlich möchte. Ja, man hört aber auch im Hintergrund, dass ziemlich viele Leute dort arbeiten. Und naja, ihr wisst ja, umso mehr Leute da am Telefon sitzen, umso mehr Leute verdienen da auch illegal Geld. Es ist schon eigentlich traurig, wie viele man da eigentlich so im Hintergrund hört. Es ist ja wirklich wahnsinnig laut. Musik hört man auch wieder im Hintergrund. Naja, da werden wir wahrscheinlich wieder im zweistelligen Mitarbeiterbereich sein. Bei Ihnen ist ganz schön laut. Ja, also meine Mitarbeiter mögen die Musik. Ja, aber können die das auch leise mögen? Bitte? Ein bisschen leiser wäre schön. Weil sonst kann ich mich gar nicht konzentrieren, sonst mache ich was bei der Einzahlung falsch. Okay, dann also schalte ich Lautsprecher ein. Ja, dann schalten wir den Lautsprecher ein, genau. So, und jetzt soll ich euch den Screenshot schicken. Also auf Ihre E-Mail, auf diese E-Mail zurück, ja? Ah ja, okay, warten Sie, dann muss ich mal hier mein Gekritzel mal da reinkopieren. Jetzt. Aha. Extra wenig Mühe gegeben. So, ich drücke jetzt mal auf Antworten, ja? Ja. So, jetzt schiebe ich das da rein. Ich habe jetzt hier extra so ein Ding bearbeitet. Aber hab's extra schön billig gemacht. So, warte, jetzt schreibe ich noch rein. Was soll ich denn noch reinschreiben in die E-Mail? Oder einfach nur antworten, ohne was reinzuschreiben? Also ganz einfach, so, das ist ein Skript und dann können Sie dort drücken. Auf Senden. Und zurücksenden, also dieses Foto, Screenshot. Ja, habe ich gemacht. Okay, dann werden wir erhalten. Ja. Sie sagen wir Ihnen Bescheid, ja? Ja, ich habe noch ein bisschen Trinkgeld mit draufgepackt. Ah, okay, das haben wir dann schon erhalten. Ja, habe ich gerade noch mit Trinkgeld, ja. Hm. Ja, okay. Also, Herr Thaler. Ja? Jetzt, Sie bekommen, also ich gratuliere Sie, aber wie Sie wissen, Überweisung dauert von 2 bis 3 Tage, ja? Sobald wir Ihr Geld erhalten. Na, aber wozu habe ich denn jetzt den Screenshot hier manipuliert? Moment mal. Ja. Ich habe doch jetzt extra so einen Screenshot geschickt. Ich dachte, dann kriege ich gleich das Geld auf mein Konto. Ich habe ja sogar extra ein bisschen Trinkgeld mit dazu geschummelt. Ist da noch jemand dran oder redet ihr jetzt nicht mehr mit Moment, mir? Moment. Also machen Sie Spaß oder das ist Photoshop oder was ist das? Nee, das habe ich mit Paint gemacht. Was haben Sie gemacht? Das habe ich mit Paint. Paint? Moment mal bitte. Ja, mit Paint.net, nicht mit Photoshop. Photoshop kann ich nicht, ist mir zu kompliziert. Ich mache das alles mit Paint.net. Das ist kostenlos und hat auch eine ganze Menge Funktionen drin. Herr Thaler? Ja? Glauben Sie, dass wir im Kindergarten sind und Sie sind so dumm? Warum so beleidigen Sie mich jetzt? Ich habe doch gerade Geld überwiesen. Und bin ich so dumm? Also glauben Sie das? Ja, eigentlich schon, ja. Weil sonst würden Sie ja nicht so einen Job machen. Schon? Ja. Aber Sie haben Pech gehabt, ich bin nicht so dumm, ich habe alles gemerkt, also... Ah. Was war genau Ihr Ziel, sagen Sie mir bitte, warum Sie das gemacht haben? Naja, um den Betrug auf YouTube aufzudecken. Dir hören hier mehrere tausend Leute zu. Aha. Ja. Okay. Und woher wissen Sie das?
Naja, das liegt ja auf der Hand. Alleine wie man sich bei euch auf der Webseite anmeldet. Ihr seid nirgendwo reguliert. Ja. Genau. Okay. Aber ich denke nicht, ich bin sicher, dass sie so dumm sind. Solche Leute wie sie sind wirklich, also sie sind ein Arschloch, wirklich. Ja gut, damit weißt kann ich leben. Leider. Aber letztendlich bin ich kein Betrüger, dann bin ich lieber Arschloch. Ich bin Betrüger, aber sie sind Arschloch. Genau. Okay? Ja. Alles klar? Ja. Dafür bekommen sie Strafe, glauben sie mir, nee, ja? Nee, glaube ich nicht, weil letztendlich habt ihr ja keine echten Daten von mir. Und selbst wenn, dann würde ich mich ja freuen über eure Strafe, dann könnte ich das Ganze zur Anzeige bringen, den Betrugsversuch. Denken Sie, dass ich keine Daten, also Daten habe ich von, nicht von ihr? Genau, dann sag mir doch ein paar echte. Ja, dann sag mir doch ein paar echte Daten. Dann könntest du mir ja jetzt auch was sagen. Na, dann schieß mal los. Ich habe Ihre Nummer. Ja, dann. Ja, welche Nummer denn? Das ist eine Online-Telefonnummer. Die kann keine Sau zurückverfolgen. Aha, okay. So wie eure Telefonnummer, die kann man ja auch nicht zurückverfolgen, ne? Sie müssen mir genau sagen, warum wir betrogen sind. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Alleine der Prozess, wie man sich bei euch anmeldet, der ist schon mal sehr unseriös. Dass man dann gleich einen Anruf... Wie? Ich dachte, ich soll es jetzt erklären, dann musst du mich auch aussprechen lassen. Denn dann schon alleine gleich der Anruf, ohne Double Opt-in. Ihr dürft gar nicht überhaupt anrufen, nur weil ich mich registriert habe. Das gibt noch lange nicht das Recht, gleich mal anzuklingeln beim Kunden. Das ist in Deutschland übrigens auch strafbar nach der DSGVO. Ah, na bitte, wissen Sie, wie viele Kunden ich pro Tage habe? Ja, das ist ja das Schlimme und genau deswegen telefoniere ich auch so lange mit Ihnen. Das ist nicht schlimm, das ist normal, ja? Also Finanzmarkt funktioniert so. Wenn Sie Interesse haben, auf dem Finanzmarkt Geld zu verdienen, zuerst müssen Sie registrieren, ja? Ja. Richtig? Ja, richtig, aber ihr seid ja eine Betrügerseite. Und Sie müssen das einfach bestätigen. Ja, aber ihr seid ja eine Betrügerseite. Ihr steht nirgendwo. Sagen Sie mir bitte, wo haben Sie das gesehen? Ja, ihr seid nicht reguliert. Man findet keine Regulationsangaben bei euch. Ach so. Ja. Sie brauchen eine Regulation, also Lizenznummer meinen. Genau, ist ja Pflicht in Deutschland. Warum soll ich das Sie geben? Also warum? Was denken Sie? Ja. Wer sind Sie? Wer sind Sie zuerst? Ja, ein Kunde wie jeder andere theoretisch erstmal potenziell. Sie sind nicht unsere Kunde. Nein, nö. Sie sind nicht unsere Kunde. Aber wenn Sie unsere Kunde werden... Ja, will ich ja nicht. Ich will ja nicht abgezockt werden. Aber das war lustig, ja, von dir. Naja, ich sag mal, es können ja ganz viele Leute auf YouTube dann hören, wie ihr die Leute betrügt. Ne? Also, ich meine, du gibst ja ein bestes Beispiel darüber, dass ihr Betrüger seid. Wir können bei YouTube meine Stimme ja so einfach nicht einstellen. Das ist kein Problem. Okay. Ich mache meine Arbeit und ich bin sicher, was ich mache, ja? Das ist gut. Deswegen habe ich auch noch die Erlaubnis, genau. Aber ich denke, die richtigen Betrüger sind Sie, genau. Weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sie sind ein Betrüger. Genau. Und ein Arschloch auch, glaube ich. Okay. Das können die Leute ja in die Kommentare schreiben, ob mich die anderen auch für einen Arschloch halten oder eher euch. Aber wie gesagt, ich bin lieber ein Arschloch als ein Betrüger und zock halt nicht die Leute ab, sondern ich kläre die Leute darüber auf, was ihr da so macht. Mhm. Jo. Alles klar. Ich will nicht weitersprechen, okay? Ja, aber ich denke mal, wir haben uns bestimmt nicht das letzte Mal gehört. Ich melde mich noch ein paar hundert Mal bei euch auf der Seite an, mit anderen Namen und anderen Telefonnummern. Mhm. Ja. Das heißt, dass Sie Betrüger sind? In dem Punkt dann sicherlich schon, ja. Aber ich verarsche ja nur die Betrüger. Und von daher, ich denke mal, einen Betrüger zu verarschen, kann ja nicht strafbar sein. Okay, tschüss. Ja, tschüssi, bis nächstes Mal. Ja, ich würde sagen, wir haben hier wieder absolut voll ins Schwarze getroffen und die richtige Firma am Telefon gehabt. Tja, ihre Lizenznummer konnte sie uns ja dann schlussendlich auch nicht sagen oder wollte nicht oder ja, ist auch schwierig, wenn man nichts hat, irgendwas vorzuweisen. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Naja, auf jeden Fall lasst die Finger weg von solchen Callcentern und solchen Unternehmen. Ja, schmeißt lieber euer Geld aus dem Fenster, das ist mehr wert, da habt ihr noch mehr Freude dran, als wenn ihr das denen gebt, weil letztendlich fahren die dann mit dem Porsche rum und wenn ihr es aus dem Fenster schmeißt, dann könnt ihr vielleicht zugucken, wie die Leute das Geld einsammeln, ist immer noch interessanter als das da.
Ja, ich weiß es nicht. Die Masche, die wird doch echt langsam richtig lästig, weil wirklich nur diese Callcenter anrufen. Eine andere Masche gibt's momentan irgendwie kaum auf dem Markt. Klar, ab und zu kommt mal was Neues durch, aber die sind nicht so standfest wie alle anderen und sind dann auch schnell wieder weg oder rufen zumindest nicht noch ein zweites Mal an, auch wenn ja viele verschiedene Fake-Daten von mir im Internet umherkursieren. Ich weiß es nicht. Bildet euch eure eigene Meinung, das ist ja mal ganz wichtig. Ich kann euch die ja nicht aufdrücken, aber ich denke mal, ich konnte euch gut aufzeigen, was wir hier für ein Callcenter letztendlich am Ende hatten. Denn ja, die Callcenter, die zeigen ja selbst, wie sie arbeiten. Und man sieht ja an deren Begründungen und ja oder nicht vorhandenen Begründungen, um was es hier genau geht. Naja, da braucht man dann gar nicht so viel darüber diskutieren. Die zeigen halt einfach selber, ob sie seriös sind oder nicht. Naja, und ich denke mal, ihr wisst schon, dass man da lieber die Finger von weglassen sollte, von solchen Unternehmen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne den Daumen nach oben. Wer möchte, kann auch gerne meinen Kanal abonnieren. Wer nicht, der lässt es halt. Ist zwar schade drum, denn momentan sind wir ja schön am Wachsen. Und ich freue mich natürlich über jeden, der dabei ist. Und ich freue mich natürlich auch immer über eure Kommentare. Ja, jetzt siehst du hier noch die Playlist zu allen anderen Videos und das letzte Video von gestern. Ich bedanke mich und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.